Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt März 2021 und es wird mal wieder Zeit, ein Video zu machen. Ich habe jetzt relativ wenig gemacht über den Winter. Ich habe so ein bisschen so ein Motivationsloch, was zum einen natürlich am Wetter liegt, aber auch, weil ich schon wieder ein anderes Projekt dazwischen geschoben habe. Nichtsdestotrotz gibt es heute wieder ein Video zum E30 und zwar heute kümmern wir uns darum, endlich mal Getriebeöl und Differentialöl zu wechseln. Das ist so eine Sache, die man ja im Prinzip ziemlich lange vor sich her schiebt, weil sie irgendwie unangenehm ist oder irgendwie keinen Spaß macht. Nichtsdestotrotz habe ich mich heute mal dran gemacht. Es ist gar keine so eine große Aktion und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, dann schauen wir uns mal an, was wir so alles hier brauchen für unsere Aktion. Und zwar, wir brauchen natürlich Getriebeöl und zwar ist das SAE 80. Ich habe hier Liquimoly gekauft, 2 Liter. Ich denke nicht, dass ich die 2 Liter brauche, aber besser etwas zu viel als zu wenig. Und dann natürlich SAE 80 für das Hinterachsgetriebe. Ich hoffe mal, dass ich mit einem Liter auskomme. Dann haben wir hier noch so eine Handpumpe. Die ist dafür da, um das Öl an die recht ungünstig zugängliche Stelle zu bekommen, beziehungsweise das Öl in die Einfüllschraube zu bekommen. Dann haben wir hier noch so ein paar Kupferdichtringe, universal. Und wir haben hier für das Hinterachsgetriebe nochmal so ein paar Ersatz-Einfüll- bzw. Ablassschrauben. Und ich habe mir hier einen 17er Innensechskant selbst gebaut, selbst geschweißt. Und zwar haben wir hier einen Radbolzen, den habe ich einfach an so ein altes Montiereisen geschweißt. Weil erstmal hatte ich jetzt hier keine 17er Imbus-Nuss, halb Zoll oder irgendwas in der Art, sondern ja, ich habe mir das Ding einfach selber geschweißt. Es geht relativ easy und funktioniert auch. Setzen wir jetzt mal den Wagen hier vernünftig an. So, jetzt steht er relativ gerade, ne, damit das Getriebeöl gut ablaufen kann. Ne, richtig. So, jetzt eine Unterlage drunter, damit wir hier keine Sauerei machen. So. So, wie seht ihr jetzt das Getriebe von unten? So, wir haben also einmal hier die Ablassschraube und wir haben einmal da die Einfüllschraube. Genau, und genau dafür nehmen wir jetzt unseren Schlüssel. Oh Gott, ist das eng hier. So. Also erstmal nehmen wir die Einfüllschraube. Na, so. So. Wichtig ist diese Schraube, die habe ich vorher schon angelöst. Na, also ich hatte einen Tag vorher oder kurze Zeit vorher probiert, ob die Schraube sich löst, weil das ist durchaus nicht immer der Fall. So, das heißt, wir gehen jetzt hier leicht. Schön vorsichtig, damit ihr auf keinen Fall diese Schraube abreißt. Das wäre nicht so gut. Das heißt, schön
probieren hier das Ganze. Man fängt oben an, aus dem einfachen Grunde, falls die obere schon nicht losgeht, könnt ihr euch doch am Ende noch überlegen, ob ihr das Ganze nicht sein lasst, damit er dann nicht ohne Öl steht, am Ende dasteht. So. Jetzt kommt die Schraube raus. Der spannende Moment. Okay. Oh. Ja, es kommt nichts. So, hier seht ihr mal diese Innensechskant. Ne? So sieht das Ganze aus. Es kommt nichts raus. Das bedeutet, es ist relativ wenig drin. Gut, dann wollen wir mal uns an die Rapplerschraube machen. Hier genau das gleiche. Rein das Ganze. Ja, ihr seht, es macht sich schon mal bezahlt, dass man diese Schraube vorher etwas anlöst bzw. mit WD-40 einsprüht. So, und dann lässt sich das Ganze jetzt hier rausdrehen. So, das Ganze. Ich bin nicht mal gespannt, was da für eine Brühe rauskommt. Wahrscheinlich ist das Ganze noch das erste Öl. Weil meistens hat man keinen Bock drauf, so eine Aktion hier zu machen. Aber irgendwann muss es dann doch mal sein. Oh, nein. Boah, eieiei. Jo. Kommt ordentlich Druck raus. Ja, aber so schlecht sieht es denn doch nicht aus. Ja, wie man sieht. Hier ist so ein bisschen Mock dran, aber ja, wir haben es los und jetzt lassen wir das Ganze mal austropfen und schauen gleich, wenn das ausgetropft ist, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese komische Flasche funktioniert. Das Ganze. Ja, hier so ein Rohr. So. Ein Liter haben wir drin. So, wir haben jetzt 1 Liter drin. Jetzt packen wir das. Gott, so. Das Teil hier rein. Mal, ob das Ganze funktioniert. Ja, funktioniert. Gutes Patent. So, jetzt dürfte das Ganze ausgetropft sein. Und sauber. Die ganze Ablassschraube schön sauber machen, den Magneten. So, jetzt zeige ich euch das Ganze mal hier. Ist etwas dunkel.
Aber da sieht man die Schraube. So. Und jetzt mal gucken, dass wir unsere Ölflasche hier zum Einsatz bringen. Okay. So, reinhängen. Cool. So, und jetzt. Schon recht schwer zu pumpen, das Ganze scheint aber doch zu funktionieren. Oh Gott, das ist das reinste Krafttraining. Alter Schwede. Die hätten sie die Übersetzung ein bisschen einfacher machen können. Ist jetzt fast halb leer. Junge, Junge. So, mittlerweile habe ich jetzt noch mal was nachgekippt. Rein das Ganze. Und weiter geht's. So lange, bis es oben überläuft. Jetzt kommt's. Seht ihr? Genau. Jetzt fängt's an zu tropfen. Gut. Ja, ich habe, sage mal, ungefähr 1,5, 1,6 Liter definitiv da drin, oder mehr sogar. So. So, das heißt, raus jetzt hier das Teil. Boah, was für ein Siff. Und die Schraube da reindrehen. So. Und wieder Schlüssel ansetzen. So, Getriebe ist fertig. Jetzt können wir uns dem Hinterachsantrieb widmen. Einfüllschraube, Ablassschraube. Ziehen wir die 40 dran. So. 10er Immus. Dann nehmen wir hier eine 1/2 Zoll Nuss. Genau so. So. Auch erstmal die Einfüllschraube. Die zuerst. So. Lose? Genau. So. So. Alles gut. Na, da kommt sogar was raus. Das Ganze sieht so aus. Ja. Wie man sieht, ist da auch ein Dichtring drunter. Jetzt hier die Ablassschraube. Ja, da kommt auch ordentlich was raus. So. Das Öl sieht aber nicht so schlecht aus. So, lassen wir mal schön austropfen. So, gucken wir uns mal die
Schrauben an, ob wir die richtigen gekauft haben. Vermutlich, dass die vielleicht sogar nicht passen. Ja, man sieht, die sind ein bisschen kürzer. Ja, von dem Gewinde her passt das aber. Also die Frage, ob wir die Dinger jetzt einbauen oder nicht. Ich tendiere eher dazu, die Originalen wieder zu nehmen. Ich nehme die Originalen wieder. Na super, das ist die Frage. Passen die? Na klasse, jetzt passen die Lichtringe nicht drauf. Das ist natürlich klasse. Weltklasse. Tja, entweder nehmen wir die alten wieder. Oder wir nehmen doch die. Die haben auch einen anderen Durchmesser. Tja, dadurch, dass jetzt die Teile nicht passen, also wir haben hier auch keine neuen Lichtringe, ne? Die passen leider nicht, habe ich entweder die Wahl, jetzt hier die alten zu verwenden mit den alten Lichtringen, oder ich nehme die kürzeren. Die haben allerdings hier einen Gummi-Lichtring. Zufällig habe ich auch noch einen passenden Imbusschlüssel. Das müsste 14 sein, der hier reinpasst. Ja, also ich würde mal sagen, ich benutze die neuen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass diese Gummidichtung hier ausreicht. Sonst wären die wahrscheinlich in diesem Set hier auch dabei gewesen. Ja, dann nehmen wir doch mal die neuen. So. So, nach Gefühl festziehen das Ganze. So, genau. So. So, jetzt haben wir 90er Öl eingefüllt in unsere Pumpflasche. Wird wieder eingehangen und dann geht's wieder los. So, wie man sieht, läuft es jetzt da raus. Genau, alles gut. Ziemlich genau 1 Liter habe ich jetzt da eingefüllt. Schraube ansetzen und das Ganze festziehen. So, das war's, würde ich mal sagen. Fertig. So, das war's jetzt hier, der ganze Spaß. Also plant ungefähr 2 Stunden ein, bockt das Auto so hoch, wie es jetzt hier ist. Das lässt sich ganz gut machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze was gebracht und ich denke, wir sehen uns bald.